So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um A World Beyond oder auch Tomorrowland. Und ich finde, Tomorrowland ist ein wesentlich coolerer Titel und es hat auch wesentlich mehr Filmbezug als A World Beyond. Von dem her, ja, ob der Film was kann, ist mit George Clooney, das erfahrt ihr jetzt. Frank Walker ist ein junger Erfinder und möchte seine Erfindung 1964 auf der Weltausstellung einigen anderen Erfindern in New York präsentieren. Leider funktioniert sie nicht ganz, aber er lernt dort ein Mädchen namens Athena kennen und die gibt ihm dann einen mysteriösen Anstecker. Wenn ihr die Trailer gesehen habt, kennt ihr die. Und dadurch beginnt dann die Reise für ihn nach Tomorrowland. Viele Jahre später ist Casey dabei, den Abriss von Cape Canaveral zu verhindern. Das ist ja diese Weltraumabschussrampe in den USA. Und ja, als sie dann aber einmal verhaftet wird und kurze Zeit sozusagen in Untersuchungshaft irgendwie kommt und danach ihre Sachen wieder bekommt, ist plötzlich ein mysteriöser Anstecker dabei. Das kennen vielleicht einige schon aus dem Trailer. Das ist dieser rote Anstecker dieser kleine Anstecker mit dem orangen Tee drauf. Und immer wenn sie den anfasst, ist sie plötzlich in einer anderen Welt. Tomorrowland. Und sie will unbedingt dorthin und dann lernt sie auch wieder Athena kennen und ja, sie versuchen zusammen dann nach Tomorrowland zu kommen. Im Grunde beschreibt der Film die ganze Reise nach Tomorrowland und weniger was dort passiert, aber dazu gleich noch mehr. Schauspielerisch wird hier einiges geboten, also auch wirklich Gutes. Allerdings muss man sagen, dass einige Dialoge sehr vereinfacht wurden, weil der Film ist sehr für Kinder gemacht und das merkt man auch. Neben George Clooney und Hugh Laurie sind wenige bekannte Gesichter dabei. Eine ist die Hauptdarstellerin, nämlich Britt Robertson. Die kennen vielleicht einige aus The Dome, aus dieser Serie. Und ja, die spielen hier alle relativ gut, aber man muss sagen, der Cast ist sonst insgesamt relativ unbekannt. Technisch gibt es ein paar schöne Effekte, zum Glück kein 3D, muss man wirklich sagen, weil das 3D hätte es hier jetzt wirklich nicht gelohnt. Aber man muss sagen, insgesamt schöne Effekte, wobei mehr drin gewesen wäre, aber dazu erzähle ich euch gleich auch noch mehr, denn jetzt komme ich auch schon zu meinem Fazit. Tomorrowland hat eine interessante Geschichte, wenn auch wirklich mehr drin gewesen wäre. Im Grunde erzählt der Film halt wirklich nur die Geschichte oder die Reise, wie die nach Tomorrowland gekommen sind. Und man erfährt sehr wenig über die Hintergründe und die Informationen, wie halt das mit Tomorrowland funktioniert. Deswegen hoffe ich persönlich auf einen zweiten Teil, weil da, wo dann wirklich alles, weil das Ende ist zwar relativ abgeschlossen, aber es bleibt Potenzial für einen weiteren Film, wie ich finde. Und es wäre halt extrem interessant dann zu sehen, wie das dann alles funktioniert, welche Hintergründe Tomorrowland hat, wie es dazu gekommen ist. Ich will jetzt auch nicht spoilern, deswegen, das wäre einfach cool, wenn es da noch eine Fortsetzung geben würde. Schauspielerisch und technisch kann man nichts sagen, weil man auch sagen muss, dass der Film wirklich etwas mehr, etwas erwachsener sein könnte. Denn es ist sehr für Kinder gemacht, der Film, was ich eigentlich nicht so toll finde, weil der Film hat ein cooles Setting und es ist im Grunde so gut wie keine Gewalt drin, es ist auf jeden Fall kein Blut drin und auch sehr wenig Action im Großen und Ganzen. Und ich hätte es gerne gehabt, mehr Action, auch Blut von mir aus kein Ding, weil man schaut sich die Avengers an, die sind wesentlich brutaler und actionreicher und es ist auch ein Disney-Film und der ist auch ab 12 und deswegen, hier wäre es wirklich gut gewesen, wenn man den ganzen Film vielleicht sogar ab 16 macht und eine richtig coole Thematik bringt mit richtig guter Story, bisschen mehr Gewalt und Action, weil der Film kann Action, so ist es nicht, aber sie ist halt irgendwie so für Kinder gemacht und das finde ich ein bisschen schade. Schauspielerisch ist der Film in Ordnung, kann man nichts anders sagen, alles im grünen Bereich, wenn auch manche Dialoge halt wie gesagt etwas ja vereinfacht wurden, wobei man auch sagen muss, Kinder unter 12 oder auch 12 bis, sagen wir mal, 15, 14 Jahre, die werden nicht alles in dem Film verstehen. Muss man wirklich sagen, die Thematik ist relativ komplex, wie das alles zusammenhängt und Kinder werden das wirklich nicht verstehen, diesen Film. Er ist von der Thematik her, also von dem, was man sieht, weder brutal noch irgendwie obszön, das ist kein Ding. Aber der Film, die Thematik, das werden nicht viele Kinder verstehen, weil es einfach ein bisschen, ja, man muss weiterdenken, man muss Zusammenhänge verstehen und das ist in dem Fall nicht so einfach. Und deswegen, ja, hätte dem Film wirklich das gut getan, etwas erwachsener zu sein. Und deswegen kann ich den Film auch wirklich nur bedingt empfehlen. Kinder werden ihn nicht verstehen, Erwachsene werden ihn etwas langwierig und langweilig finden, weil es wirkt halt wirklich so, als wenn die ganze Story in die Länge gezogen wurde. Einfach, das ist wie beim Hobbit, der erste Teil, das ist so ein Beginn, das fängt langsam an und deswegen im zweiten Teil geht es dann richtig los und ich hoffe wirklich hier auf den zweiten Teil, damit die Geschichte wirklich auch
weitergeführt wird, weil ich finde das extrem interessant mit dieser Welt, die dahinter ist, die erschaffen wurde dazu. Das ist extrem interessant, echt cool. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und ja, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!